Jetzt ist Frühling und das ist ja für alle, die gerne kochen, immer eine ganz super tolle Jahreszeit. Denn es gibt die ganzen frischen Sachen, wie zum Beispiel hier habe ich frischen Bärlauch gesammelt. Also das sind nur ein paar Blättchen. Ich habe eine riesige Menge, 1,5 Kilo oder so, kann man im Wald ja nicht widerstehen. Und dann mache ich immer so ein Bärlauchpesto, also eigentlich nur mit Olivenöl dazu. Das gibt es auch schon auf dem Blog, habe ich vor 2 Jahren gepostet. Damit kann man nämlich super tolle Sachen machen. Dann gab es den ersten Spargel jetzt. Und deswegen gibt es einen Bärlauch-Spargel-Risotto. Das heißt nämlich der Risotto, wie ich belehrt worden bin, obwohl ich es auch immer falsch sage. Jedenfalls schmeckt es einfach genial. Und das sind die Zutaten für das Risotto. Der Reis, Arborio-Reis, dann der geschälte, schon geschnittene Spargel, dann habe ich den Bärlauch, den habe ich schon klein geschnitten als Pesto und in Olivenöl eingelegt, da sind noch ein paar frische Blätter, Zwiebelwürfelchen und natürlich Parmesan und Butter. Die Flüssigkeiten nehme ich diesmal Apfelwein, Olivenöl und Brühe, Gemüsebrühe, weil ich habe noch keine Spargelbrühe. Es ist nämlich der erste Spargel des Jahres. So, als erstes koche ich den Spargel und zwar erst die Stückchen und die Spitzen kommen ein bisschen später. Hier habe ich meinen super genialen Risotto-Topf und da gieße ich jetzt das Olivenöl rein und schwitze die Zwiebeln an. Ich verwende ja immer gerne diese alten Lochholzkochlöffel. Jetzt kann der Reis dazu. Der Reis ist schön angebraten jetzt und lösche ich jetzt. Normalerweise wird Wein genommen, aber ich lösche mit Apfelwein ab. Schmeckt nämlich auch sehr gut. Inzwischen ist der Spargel al dente. Und den gieße ich jetzt ab und das Spargelwasser benutze ich nämlich gleich für das Risotto. So, der ist jetzt schön, hat das schon aufgesaugt und jetzt geht es weiter mit Brühe. Das ist jetzt erstmal der Spargel. So, jetzt braucht er wieder Flüssigkeit. Kommt mal ein bisschen Gemüsebrühe rein. Und so geht das immer weiter. So, der Reis ist jetzt, hat noch einen kleinen Kern, aber sonst ist er gut. Und jetzt kommt der Bärlauch rein. Jetzt wird es grün. Das ist schon einiges hier. So ein paar bunt sind es schon. Ich habe sie natürlich im Wald gesammelt. Da hat man ja mehr, als man braucht. So, das sieht jetzt gut aus. Und jetzt kommt der Spargel rein, ohne die Spitzen. Und jetzt kommt das, was bei einem Risotto nie fehlen darf, die Butter. Und der Parmesan. Frisch gerieben natürlich. Oh, das riecht schon gut. Ich habe es abgeschmeckt. Es kommt darauf an, wie doll gesalzen die Spargelbrühe oder die Gemüsebrühe ist. Also das ist jetzt gut, der Parmesan hat ja auch noch ein bisschen Salz. Das Wichtige ist, ein Risotto muss alonda sein. Das heißt, ich mache noch ein bisschen Gemüsebrühe rein, weil es muss sehr flüssig sein. Alonda ist, wenn es sich so hin und her bewegt, das heißt die Welle. Und das muss ein Risotto sein. Also nicht so sitzen geblieben und so ein Haufen, sondern so. Perfekt. Die Spargelspitzen kommen oben drauf und noch ein paar Blättchen von dem Bärlauch. Und schon ist der Spargel-Bärlauch-Risotto fertig. Guten Appetit!